Ich habe eine neue Kamera. Yay! Das Problem ist nur, dass ich eigentlich gar nicht vorhatte, mir eine neue Kamera zu kaufen, aber ich halt auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit Wasser stehe. Weil meine allererste Kamera, die Canon 60D, habe ich im Wasser geschrottet. Das war, als ich morgens auf dem Kocherball in München fotografiert habe. Das ist ein traditionelles Tanzevent in München und es hat einfach brutalst geschüttet. Und das siehst du ja auch hier in den Hintergrundaufnahmen. Das sind übrigens meine Aufnahmen. Ich finde die noch nicht mehr auf meiner eigenen Festplatte. Aber das sind Clips, die ich damals von diesem Tag hochgeladen hatte und die sich auch heute immer noch verkaufen. Aber im Anschluss dazu habe ich mir dann halt diese Kamera hier gekauft. Die Sony A7 III, weil das damals einfach somit eines der besten Preis-Leistungs-Angebote war, die der Markt zu bieten hatte. Das heißt, seit 2019 war das ja eigentlich meine Hauptkamera und ich habe den Großteil und auch den ganzen YouTube-Kanal darüber aufgebaut. Und zwar schon mal das ein oder andere Mal überlegt, ob ich die verkaufe und durch was Besseres ersetze, aber mich eigentlich jedes Mal dagegen entschieden, bis ich jetzt halt letzte Woche fotografieren gehen wollte und halt meinen Rucksack gepackt habe. Dann meine Wasserflasche ausgelaufen ist und da das Kamerafach nicht wirklich wassergeschützt ist innen drin, das ganze Wasser halt in das Kamerafach reingelaufen ist und gebadet hat. Und ich glaube, wir alle wissen, dass eine Kamera nicht unbedingt mag, wenn sie so tief im Wasser drin steht. Und deshalb habe ich jetzt eine neue Kamera und zwar die Sony A7 C2 und ich wollte einfach mal meinen Ersteindruck zu der Kamera vermitteln und vielleicht auch erzählen, warum es die geworden ist. Warum die A7 C2? Naja, ich habe überlegt, die A7 IV zu holen, aber fairerweise sind das beides eigentlich fast dieselben Kameras. Die C2 hat nur ein besseres Autofokussystem und ist kleiner und leichter, was halt für jemanden wie mich, der viel durch die Gegend reist, deutlich praktischer ist, weil du weniger Gepäck und Gewicht rumträgst. Und somit das einzige Verkaufsmerkmal, was die A7 IV wirklich besser kann, eigentlich die zwei SD-Card-Slots sind. Und dadurch, dass ich recht wenig irgendwelche Events fotografiere, wo ich wirklich auf zwei Kartenslots angewiesen bin und es eher so ein bisschen mich vor meiner eigenen Dummheit schützt, dass ich mal ohne SD-Karte irgendwie rausgehe, weil ich vergessen habe, eine in die Kamera zu tun. Ich auf jeden Fall nicht auf die zwei SD-Kartenslots angewiesen bin und deshalb die C2 für mich der deutlich interessantere Deal war. Außerdem wollte ich gerne beim Vollformat bleiben, weil ich ehrlicherweise sehr stark mit der A6700 geliebäugelt habe. Und ich finde, das ist eine grandios gute Kamera und ein richtig guter Preis-Leistungs-Deal. Aber meine zwei Lieblingsobjektive sind ja das 35mm und das 85mm. Und das sind Vollformatobjektive und klar, die kann ich auch auf einem APS-C-Sensor verwenden, aber dann habe ich halt an sich eigentlich eine andere Brennweite. Klar, ich könnte die jetzt halt irgendwie austauschen und gegen die APS-C-Varianten davon ersetzen, aber ehrlicherweise, das war es mir halt nicht wert. Nach dazu vielleicht mein Ersteindruck zur C2. Wie gesagt, ich habe die Kamera jetzt seit knapp 3 Tagen und ich habe zwar mit der jetzt einige Sachen rumgespielt und halt auch fotografiert und in verschiedene Situationen gebracht. Aber nach 3 Tagen kannst du dir logischerweise noch kein vollumfängliches Bild von der Kamera machen. Aber ich muss sagen, sie ist schon sehr angenehm zu nutzen. Sie ist zwar ein bisschen kleiner als die A7 III, was man vor allen Dingen halt beim Griff merkt. Und ich glaube, wenn du jemand bist, der eine sehr große Hand hat, dann stört dich das wahrscheinlich. Ich habe aber eigentlich sehr kleine, feminine Hände für meine Größe. Und von daher kann ich die Kamera gerade noch so eigentlich einigermaßen angenehm tragen. Und unten mein kleiner Finger ist zwar, hat noch nicht wirklich Platz am Griff, aber ich kann ihn einfach unter die Kamera klemmen. Fairerweise habe ich das tatsächlich sogar auch schon bei der A7 III so gemacht, ist mir aufgefallen. Also von daher ergonomisch finde ich die Kamera in Ordnung. Kann aber verstehen, dass jemand mit größeren Händen sagt, so ihm ist die irgendwie zu klein. Die zwei Punkte, die mir am stärksten positiv aufgefallen sind, ist zum einen der viel bessere Autofokus. Ich meine, klar, jetzt die A7 III ist, ich weiß nicht wie viele, 6, 7 Jahre alt. Die C2 ist vor ein paar Monaten rausgekommen. Das heißt, logischerweise hat sich da einiges getan. Aber wenn ich jetzt irgendeine Person im Bild habe und wenn die nicht riesig ist, mein Augentracking funktioniert eigentlich einigermaßen gut. Und auch dieses automatische Tracking, dass du irgendwas auswählst und das dann halt quasi auf deinem Bildbereich verfolgt wird, das funktioniert auch sehr gut. Und das waren alles Funktionen, die die A7 III entweder nicht hatte oder zwar angegeben hat, dass sie sie hat, aber so gefühlt in 90% der Fällen bei mir nicht funktioniert haben oder nicht so wie sollten. Was nicht bedeutet, dass der Autofokus hier unbrauchbar war. Ich habe damit auch fotografieren können. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen, aber man merkt schon ein deutliches Upgrade zwischen C2 und A7 III. Dazu fällt mir auf, dass die Bilder eine bessere Klarheit haben. Ich nehme an, das wird daran liegen, dass ich hier halt einen 33-Megapixel-Sensor habe. Davor habe ich immer nur auf 24 oder ich weiß gar nicht, ob die 60D auch 24 genutzt hat. Auf jeden Fall, 24 war so mein Maximum bisher eigentlich. Und das heißt, gerade wenn ich Sachen zugeschnitten habe oder mal genauer reingezoomt habe, um zu gucken, ob ich den Schärfepunkt getroffen habe, dann haben Sachen teilweise schon ein bisschen matschiger gewirkt. Und jetzt
sehen die halt einfach ein bisschen hochauflösender aus. Und dazu kommt auch, dass du gefühlt einen besseren, ich glaube das deutsche Wort ist Dynamikumfang, ich habe Fotografie auf Englisch gelernt, ich kenne es halt als Dynamic Range, aber der fühlt sich deutlich angenehmer an jetzt auf der C2, weil ich gestern jetzt zum Beispiel unterwegs war in der Stadt und das Wetter war halt kacke, aber ich habe trotzdem mal versucht ein paar Testshots zu machen. Und du siehst, wenn ich hier dir den RAW-Shot einblende, dann sieht man nicht wirklich viele Details im Himmel. Und von der A3 war ich gewohnt, dass ich da auch nicht wirklich viele Details recovern kann. Ich habe das Bild jetzt gezielt ein bisschen überbearbeitet. Ich meine, ich habe auch einen kompletten Halo-Effekt jetzt hier um das Türmchen drumherum. Aber ich wollte einfach nur schauen, was so der Dynamikumfang kann von der Kamera. Und da war ich eigentlich überrascht davon, wie viel ich recovern konnte und wie viele Details immer noch im Bild waren. Und dann gibt es noch so ein paar Quality-of-Life-Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Klappdisplay, auf dem ich mich beim Filmen sehe. Davor habe ich immer aufgestanden, habe einen Testshot gemacht und habe dann einfach geguckt, ob es passt oder ob ich irgendwas nachjustieren muss. Dann kann ich automatisch zwischen dem Foto- und Videomodus wechseln, was an sich angenehm ist, aber ich kann halt auch gewisse Einstellungen halt im Foto- und Videomodus verwenden. Das heißt, ich habe halt ein Bildprofil, mit dem ich filme und ich habe ein Bildprofil, mit dem ich Fotos aufnehme oder halt generell Einstellungen, mit denen ich fotografiere und filme. Und das macht halt meinen Prozess als jemand, der halt gleichzeitig fotografiert und Videos macht, halt deutlich angenehmer und schneller und leichter. Bei der Stabilisierung, glaube ich aber, gibt es einen recht deutlichen Unterschied, weil ich mich früher mit meiner Kamera nicht wirklich getraut hätte, ohne irgendwas anderes durch die Gegend zu laufen. Und ich glaube, das Bild ist einigermaßen stabil und wenn nicht, dann tut es mir leid, dass es gerade ein bisschen wackelt. Aber selbst wenn es ein bisschen wackelt, kann man ja auch ein bisschen mit Nachstabilisierung in der Nachbearbeitung arbeiten. Und dann sollte sich das Problem ganz gut fixen lassen. Und dann gibt es noch einen Modus, der heißt aktive Stabilisierung. Den mache ich jetzt kurz an. Und dann wird zwar noch ein bisschen mehr in das Bild reingezoomt, aber an sich sollte der Shot noch stabiler sein. Und wie gesagt, auch das ist jetzt einfach nur Handheld. Gibt natürlich auch ein paar Sachen, die Sony nach wie vor nicht kann. Also zum Beispiel auf der A7 III gab es halt die Imagine Edge App, wenn du die Kamera mit deinem Handy steuern wolltest. Jetzt heißt das ganze Ding Creators App. Die Funktionalität ist eigentlich ehrlicherweise fast gleich und das Ding funktioniert genauso unzuverlässig wie davor auch. Also mal verbindet sich dein Handy, mal verbindet sich nicht, mal bricht die Verbindung zufällig einfach irgendwann ab, mal hält sie eigentlich für eine ganz gute Weile. Aber ich glaube, das ist an sich halt eher ein nischiges Problem, weil ich glaube, so viele Leute steuern ihre Kamera gar nicht mit der App. Wenn ich nicht gerade irgendwie versuche, für Testshots irgendwie schlecht zu modeln, dann nutze ich das halt am ehesten noch, weil ich halt oftmals Thumbnails für YouTube brauche. Und dann halt einfach das Ganze mit dem Handy versuche auszulösen. Aber so insgesamt ist mein Gesamteindruck von der Kamera eigentlich sehr positiv. Und ich glaube, sie ist ein würdiger Nachfolger für meine A7 III, auch wenn ich mir das Geld logischerweise eigentlich ganz gerne gespart hätte. Aber wenn ich die Kamera jetzt schon mal habe, kann ich halt auch ein bisschen Sachen dazu machen. Das heißt, meine Frage an dich wäre auch, gibt es irgendwelche Themen, die dich besonders interessieren jetzt noch an der Kamera? Also gibt es irgendwelche Sachen, die du unbedingt mal wissen wolltest, die noch nicht irgendwo in anderen Videos mal besprochen wurden? Ich kann mir vorstellen, gerade dadurch, dass meine Freundin die A6700 hat, dass ich die beiden Kameras mal miteinander vergleiche, weil die ein sehr ähnliches Design und Aufbau haben und auch ähnliche Preisklassen eigentlich ansprechen. Oder ich werde die Kamera bestimmt auch mal mit verschiedenen Objektivkombinationen ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, das du wissen willst, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video ansonsten gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.